Kapitel 5 Unruhiges Fahrwasser. Und dasselbe passierte auch in Guyenne? Die Ratten. Der Biss, der das Blut vergiftet. Es schien so weit weg von uns. Vogel, warte! Hey, du hast geträumt. Sind wir da? Nein, aber bald. Hey. Sieh da nicht hin. Wieso? Sie bleiben doch sowieso da. Es ändert überhaupt nichts. Hugo, du hattest einen Anfall. Ich will nicht nach Marseille. Viele Menschen sterben, du weißt das. Mutter will, dass du... Nein! Die Insel. Dort muss ich hin. Da kann ich geheilt werden, Amicia. Wir können sie finden. Bitte. Niemand hört zu. Mutter wusste, dass es mir nicht gut geht. Doch der Magister hat es abgetan. Er sagt, es sei ein Test. Mutter und er meinen, sie wissen alles, doch sie wissen gar nichts. Menschen sterben, meinetwegen. Hey, hey, hey. Ich weiß. Ich will wirklich nur dein Bestes. Versprochen. Lukas, besuchst du mit Hugo den Kapitän? Gern. Er wird euch zeigen, wie man das Boot steuert. Ich frag ihn, ob er uns Knoten beibringen kann. Und vielleicht lässt er uns sogar ans Steuer. Ja. Wir müssen ihn beschützen, Amicia. Du willst ihn nur wieder einsperren. Das ist nicht dasselbe. Du hast gesehen, was passiert. Der Orden hat Mittel und Experten. Sie wissen, was zu tun ist. Das ist nur passiert, weil du und dieser Vaudan so schlecht zu Hugo wart. Mutter, ihn wegzusperren und ihn weiter zu quälen, wird ihn am Ende noch umbringen. Er ist ein Kind, er ist ein Opfer von all dem hier. Er ist mein Kind. Wir sind keine Feinde, Amicia. Ich weiß, du liebst Hugo und euch verbindet etwas, das ich nie verstehen kann. Aber bitte öffne deine Augen. Das Geschehene wird sich wiederholen. Du hast recht. Du verstehst es einfach nicht. Ah, der Schutt! Hier ist jede Menge davon! Ich werde mal nachsehen. Ich weiß, was los ist. Na, dann kümmern wir uns darum. Na schön, Kinder. Dann legt mal los. Hey, du kannst wieder rein, wenn du willst. Nein, ist schon gut. Ich lass dich nicht hängen. Das weißt du doch. Fürs Erste bringen wir das Boot in Bewegung. Es ist noch nicht vorbei. Ja, na los. Dankeschön. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu A Plague Tale Requiem. Schiebe das Boot ins Wasser. Achso, ich muss erstmal raus. Sieh mal, unterm Rumpf ist jede Menge Schutt. Sollen wir den wegräumen? Das würde zu lang dauern. Wir könnten es runterschieben? Gut, versuchen wir es. Fertig? Ja. Dann schieb! Er muss nachkommen! Was? Amicia, folgt uns! Wir warten flussabwärts auf euch! Komm, wir suchen uns einen anderen Weg. Ich hoffe, Joseph kann das Boot anhalten. Tja, keine Ahnung. Aber ich habe jetzt auch keine Ahnung, wie ich... Achso, Moment, da hinten kann man hoch. Erstmal gucken, bevor wieder irgendwas kommt. Ne, wir können nichts mehr...
nicht verbessern, erweitern, also herstellen, so. So viele sind tot. Das haben sie nicht verdient. Eine Tragödie. Ich hätte nie gedacht, dass... Dafür ist es jetzt zu spät. Aber diese Insel. Hugo sagt, dort wird alles gut. Also ist es so. Wie? Die Frage ist, wo? Wir müssen sie finden. Was ist mit eurer Mutter? Mir egal. Aber du musst dich für eine Seite entscheiden. Sie ist meine Magistra. Na, ich habe mir gerade schon gedacht, naja, ich will ja in die eine Richtung weitergehen, aber es könnte ja sein, dass hier irgendwas ist. Gut, ich hätte auf einen Schatz oder sowas gehofft. Bei Schätze kann man hier, glaube ich, gar nicht bekommen. Hier kann man noch hochgehen. Versuchen wir es mal hier. Diese Stille. Oh, was zur Hölle? Keine Panik. Da röhrt nur ein Hirsch, glaube ich. Oh Gott, die habe ich ganz vergessen. Die Paarungszeit muss wohl schon begonnen haben. Anscheinend hat sich für die nichts verändert. Die Natur ändert ihre Regeln nicht. Dieses Chaos ist ein Teil von ihr. Irgendwie. Nur, dass die balzen, während wir versuchen, nicht zu sterben. Stimmt. Ja. Gehen wir zurück. Nach dir. Und andere balzen sozusagen. Ach, das ist eine neue Erinnerung. Ah, ist doch gut, dass wir oben noch weitergegangen sind. Während sie sterben, wollte ich sagen. Mir nach. Hier ist der Fluss. Da sind sie. Und jede Menge brennender Häuser. Es sieht von oben noch schlimmer aus. Das stinkt ja wieder. Was ist das? Oh nein, 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 nein. Was zur Hölle? Da sind sie. Sie sind schon hier? In Sicherheit, glaube ich. Das war wirklich knapp. Wie lange brennt denn das? Ja, keine Sorge. Komm schon, lauf. Ja, aber die Ratten. Wir kommen schon zurecht. Sind unter... Puh, alles klar, das wäre schon mal geschafft. Wir sind aber nur unten, ne? Das kann ich noch nehmen. Irgendwie gehen. Die Kräne. Ja, wenn die Kräne Steine bewegen können, dann... Und der da hat eine Kurbel. Wir sollten es versuchen. Es funktioniert. Das Ding bewegt sich. Ja, so kommen wir vielleicht rüber. Ach, da vorne ist auch noch eine Kiste. Das wird nicht halten. Es muss ein Gegengewicht geben. Ich kümmere mich um den Kran und du dich um die Schleuder. Na gut, genau, mach das ich geh mal. Rüber. Viel Glück. Ja, dann mach, Junge. Muss ich dir alles vor? Lukas, nein, 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 nein. Wenn der Rauch ausbricht. Schnell, wir haben nicht viel Zeit. Welcher Rauch? Scheiße. Bist du wirklich so dumm, Junge? Wieso kann ich das da machen? Ich will, dass du hier interagierst. Na gut. Oh, das ist alles nicht wahr, ey. Wenn man mit solchen dummdämlichen Kerlen zusammenarbeitet. Hast du das Loch gesehen? Was die mittlerweile können. Sie haben eine Stadt eingerissen. Und das wird wieder passieren, wenn wir Hugos Gefühle ignorieren. Tja, aber da ist die Mutter doch super drin, in Gefühle ignorieren. Wieso komme ich hier nicht weiter? Es brennt auf jeden Fall nicht lange, weil das eine, da, als ich da hinten gemacht habe, das brannte dann ja nicht mehr. Muss ich, wieso macht der nicht weiter? Der soll das bis nach hier vorne machen. Hat der da irgendwelche Probleme? Das Problem ist halt, ich komme da jetzt auch nicht weit, ne? Da hinten kann ich, ja doch, ich kann die Treppen hoch. Keine Ahnung, ob ich bis da komme. Oh, das Heu reicht nicht. Wenn ich... Kran ist weit weg. Wir brauchen ein großes Feuer. Ja, ich bin gerade am Überlegen,
ob wir jetzt nach rechts müssen. Den, also theoretisch müssten wir den ja dann auch nochmal links-rechts bewegen können. Dann müssten wir einen Krug auf jeden Fall gleich verwenden. Okay, ja. Also, da wenn er schon sagt, genial. Ich glaube, ich kann dir helfen. Ja, versuch den Heuballen zu mir zu bringen. Dann kann ich ihn anzünden. Gehe ich davon aus, dass das richtig war. So. Oh, Alchemist habe ich freigeschaltet. Sehr schön. So, dann. Dann kann er versuchen, ihn anzuzünden. Was hat er denn dafür? All das nur, um nach Marseille zu kommen. Ja gut, da ist ein bisschen so drin. Nicht. Und Hugo glaubt auch nicht mehr daran. Ja, ich kann ihn leider gut verstehen. Bin da. So ist's gut. Alles klar. Hier komm ich. Ja, dann komm. Beeil dich, Junge. Dann mal weiter. Amicia! Wir sind auf dem Weg, Hugo. Er hat immer noch Angst. Ich muss schnell zu ihm. Er hat eine Mutter. Sie ist verblendet, Lukas. Das weiß er. Na gut, dann sollten wir schnell zum Boot zurück. Wir benutzen noch mal den Kran. Ja. Also, ich bin am Überlegen. Er hat das angezündet. Ich könnte theoretisch mit dem Kran rüberlaufen und vielleicht, ich bin mir nicht sicher, wie weit das ist, hinten, oder kann ich auch da rechts, ich kann auch da rechts rauf, oder? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob wir links drauf sollen. Da ist ja auch so ein Ding. Oder ob wir hier rechts drauf sollen. Wobei hier rechts, das bringt uns vermutlich nicht allzu viel. Ich denke mal, dass wir da hinten drauf sollen. Das heißt, dass ich dann danach werfen muss. So, Kleiner. Versau es nicht. Lukas, das übernimmst du. Natürlich. Amicia, du solltest mir sagen, was du davon hältst. Von was? Von der Insel. Ich kenn dich. Wie gesagt, entscheide dich für eine Seite. Fertig. Sag, wenn ich loslassen soll. Du brauchst Licht, um rüberzukommen. Jetzt, ich lauf los. Komm schon, schnell. Nein! Nein, nein, Lukas, und was jetzt? Hier, fang! Schleuder's auf den Boden und lauf zur Treppe. Na, hallo! Oh, was ist das? Schnell, das hält nicht lang. Weg da! Haut ab! Das mögen sie nicht! Ist okay. Hör auf! Was war das? Chlorid, ein Mineral. Habe ich unterwegs aufgesammelt. Hat mir das Leben gerettet. Danke! Ich dachte, da kommen nur Funken. Aber das... Ich brauche mehr. Dann halte danach Ausschau. Alles klar. Jetzt bringe ich dich rüber. Boah, das war jetzt... Ich dachte gerade ernsthaft, scheiße... Irgendwas ist schief gegangen. Ich war doch nicht so clever, wie ich gehofft hatte. Oh, ey. Alter. Alles klar, lässt sich komplett drehen. Halt durch, Lukas! Lass dir Zeit, solange sie hier nicht hochklettern. Lässt sich komplett drehen, ja. Bringt mir das denn irgendwas? Wie kriege ich dich denn da? Ach so. Ach so, dass ich dann anzünde und mit dem Ding hier entlang laufe. Da käme ich dann da hoch. Die Frage ist, bringt mir das was? Der Kran bewegt den Heuballen. Könnte ja hilfreich sein. Dann stecke ich aber doch da oben fest, oder nicht? Obwohl, Moment. Ah, ich glaube, da hinten sind Zweige. Kann das sein? Das sieht gut aus. Okay, dann machen wir das nochmal. Da muss ich den wohl schnell anzünden. Und dann schnell da runterlaufen. Oh Gott. Gerade ich, die das so mit der Schnelligkeit ja überhaupt nicht hat. Und mit der Zielgenauigkeit und überhaupt mit irgendetwas. Oh Gott. Ich kann aber nicht gleichzeitig schießen, ne?
Halt! Oh, nein, ich lauf falsch. Bin ich da echt schon hoch? Geschafft! Oh. Gut gemacht. Und wie komme ich jetzt zu dir rüber? Gar nicht. Hahaha. keine Ahnung. So wird es klappen. Okay, ich bin jetzt gerade so ein bisschen angespannt, weil ich gerade keine Ahnung habe, was ich hier eigentlich mache. Das Problem ist ja, ich muss das Ding anzünden. Aber wo dran anzünden? Ich kann das nur fallen lassen. Ich kann das nicht an dem Ding da hinten, aber dann kann ich das sowieso nicht mehr bewegen, ne? Was macht der denn jetzt auf einmal da? Ach so, wieso ist der jetzt da? Moment. Nein, du sollst das fallen lassen. Hallo? Ach so, ich muss gedrückt halten, okay. Hallo? Nimm das Ding, also benutze... Ohne deine Hilfe schaffe ich es nicht durch die Ratten. Ja, du musst das Ding benutzen, nicht... Ach so, da ist gar nichts... Er kann zwar was drehen, aber da ist nichts dran, ne? Die Frage ist jetzt... Warum winkt der da eigentlich so komisch rum? Das sieht so selten dämlich aus. Ich denke mal nicht, dass er hier drüber springen will. Aber ich habe ja auch nichts, was ich jetzt hier... Ich stehe gerade völlig auf dem Schlauch, ehrlich gesagt. Ich kann die Dinger ja nicht anzünden. Oder? Ich habe hier nichts, was ich jetzt hier auch nur entfernt als Feuer benutzen kann. Ja, das halt, ne? Was bringt mir ja nichts. Oder muss ich... Ja, es ist nicht euer Ernst, oder? Nein, ich kann da nicht runter. Oh. Dann habe ich jetzt keine Ahnung. Dann habe ich echt keine Ahnung. Komme ja auch nirgendwo hoch. Also, das mit dem Stock war ja jetzt keine schlechte Idee. Das Problem ist halt, wo soll ich das Ding anzünden? Kann ich das rüber... Moment, kann ich das rüberwerfen? Ah! Ah! Ja, guter Wurf. Gut gefangen. So. Deswegen war der so dämlich am am Winken. Oh je. Du schaffst das. Lauf einfach weiter. Ja. Sind nur Ratten, stimmt's? Kenn ich doch schon. Ja. Also, solange das Feuer nicht ausgeht, ist gut, aber red nicht so viel. Los, ja! Nicht denken, rennen! Nicht denken. Genau, nicht denken. Und auch nicht so schreien, bitte. Das macht mich nervös. Danke. Es geht nichts über gute Motivation. Mhm, so kann man es auch nennen. Ich sitz fest, das Ding hängt. Ich kümmere mich drum. Hier ist noch ein Heuballen. Ich zünd ihn an und dann los. Alles klar. Ja, dann kann er los, aber ich nicht. Doch, jetzt kann ich auch runter. Ach so, weil man sonst nicht mehr zurückkommt wahrscheinlich. Ah, das ist nicht schlecht gemacht, muss ich sagen. Es ist wirklich nicht schlecht gemacht. Was haben wir denn hier? Pyrit. Okay, das ist doch das, wovon er eben gesprochen hat, meine ich. Hier ist noch ein Stückchen. Soll ich dir nochmal so ein Stückchen rüberwerfen? Kleiner. Ich wollte schon Hugo sagen. Er möchte anscheinend nicht. Oder muss ich das von woanders rüberwerfen? Amicia, aber ich kann nicht runterspringen, der Zaun ist im Weg. Willst du mich verarschen? Wegen einem... Ja, jetzt muss... Dann lass es doch fallen. Nein, dann lass es doch fallen. Moment, ich habe aber jetzt Feuer drin. So, und jetzt sieh mal zu, wie du rüberkommst. So. Helfen wir den Kleinen nochmal, ne? Jetzt. Na komm. Ich wollte... Geschafft! Übrigens, ich dachte gerade. Kampfschrei. Danke.
glaubst du auch nur. Durchatmen. Ich versuche es. Wenn wir das jetzt hier anzünden, kommen wir unten zum Feuer. Und vermutlich dann dadurch. Hoffe ich doch mal. Komm mit. Gut, wir sind fast da. Ich hoffe, in Marseille ist es besser. Wenn der Orden ihn in die Finger kriegt, ist es zu spät. Die sind nicht alle wie Vaudan, Amicia. Das Risiko können wir aber nicht eingehen. Es ist abgesperrt, das habe ich mir schon fast gedacht. Problem ist, hier unten haben wir jetzt auch noch mal... Ah, Moment. Oder ist das, damit man oben eventuell noch mal hinlaufen kann? Weil da war noch eine Kiste. Die kann man eventuell nehmen, wenn man hier mit dem Stöckchen rumläuft. Ich bin mir aber nicht sicher. Amicia! Ich hatte Angst. Hey, du kennst mich doch. Ich komme immer zurück. Habe ich ihm auch gesagt. Ich bin trotzdem froh, dass es euch gut geht. Ich störe ja nur ungern, aber wir müssen weiter. Und die verdammte Kette ist im Weg. Wir kümmern uns drum. Ja. Sie steuert eine Fähre. Wir brauchen keine Fähre. Die Kette muss weg. Auf unserer Seite ist nichts. Völlig verrostet, glaube ich. Vielleicht auf der anderen. Ich kann ja die Fähre nehmen. Unter dem verdammten Steg ist irgendwas. Wie kommen wir da runter? Wir finden nur das Ding holst. Unter dem Steg ist fest. Vielleicht auf der anderen. Ich kann ja die Fähre nehmen. Ja, kannst du nicht, Mädel. Sonst würdest du es schon längst nicht machen. Da kann ich aber auch nichts wegschießen, weil er meinte, da drunter ist irgendwas. Hier sehe ich auch nichts. Hm. Ich glaube, der Karren steht im Weg, Amicia. Was für ein Karren? Hä? Was ist denn für ein Karren? Keine Ahnung, wo der jetzt hier einen Karren sieht. Also entweder stehe ich jetzt hier komplett auf dem Schlauch oder keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wo er jetzt hier einen Karren sieht. Außerdem hat er gesagt, dass der von unten irgendwas die Kette blockiert. Das hier ist aber die Fähre, also sollte ich jetzt mal lieber nicht kaputt schießen, kann ich auch nicht. Und hier hinten habe ich nichts, was ich... Oh, Moment. Ist das gelb? Nee. Da habe ich nichts, was ich jetzt groß anvisieren könnte. Nee. Was meint der denn mit Karren? Also ich würde gerne das Ganze jetzt hier noch beenden, bevor ich jetzt hier... Moment, da oben ist ein Karren. Oder haben wir deswegen die Klötzchen hier? Nee, da kommen wir jetzt nicht mehr zurück. Mach das nochmal. Schaffst du das, Lukas? Klar doch. Diesmal lässt er auf jeden Fall nicht los. Das ist schon mal gut. Heißt für mich, dass ich wahrscheinlich irgendwas abschießen muss in dem Moment, wenn er das nach vorne gezogen hat. Amicia, schieben wir den Karren weg. Er blockiert das Loch. Das hilft uns weiter. Schieben wir den Karren weg. Er blockiert... Ach, da ist ein Karren. Wie, der blockiert das Loch? Was... Hä? Was hat denn das Loch damit zu tun? Hier ist ein Loch. Wie soll das Ganze miteinander zu tun haben? Oh, hier ist es zu steil. Er rollt weg. Ach so. Ah, okay. Komm mal her.
Mach du das mal. Ich gehe rein. Vorsichtig. Oh Gott. Alles in Ordnung? Alles gut. Da sind überall tote Leute. Und Frankenstein ist auch da. Nein, ist schon gut, keine Sorge. Tut mir leid. Da. Oh, nein, bitte nicht. Nur tut mir leid, ich muss. Bitte, verzeih. Es muss leider sein. Mädel, der ist tot. Da kann dir nichts mehr leid tun. Und wenn ihn in zwei Stücke raus. So, versucht's jetzt mal. Du hast es geschafft. Ich bring die Fähre zu dir. Ja, bitte. Komm zurück. Bin unterwegs. Das war bestimmt schrecklich. Ja. Schrecklich, eklig, stinkend auf jeden Fall, ja. Und es könnte sein, dass das jetzt nicht mehr so schön aussieht mit den Klamotten. Ich weiß ja nicht, wie das hier programmiert ist, ob wir jetzt komplett verschlammt sind für den Rest der Folge. Guck mal, da müssen wir gleich hoch. Können wir aber nicht hoch. Dann da, da ist es niedriger. Auch nicht. Hä? Da ist zwar der Karren wieder, aber so kann ich jetzt hier nicht mehr hoch. Hallo? Leute? Lasst mich doch hier irgendwo wieder raus. Wollt ihr mich veräppeln? Da konnte ich doch jetzt nicht raus. Hä? Ernsthaft jetzt? Muss ich da am Steg vielleicht jetzt hoch, oder? Appetitlich, wenn hier die ganzen Leichen vorbeischwimmen. Ich denke mal lieber nicht drüber nach, dass wir da gerade drin rumwarten. Ach, da kann ich jetzt raus. Wollt ihr mich denn? Endlich Luft. Komplett trocken. Sag mir Bescheid. Ja, mach mal. Ach so, kann ich nicht. Muss ich hingucken? Tut mir leid, Amicia. Ich hab Angst. Ach nein, es ist nicht deine Schuld. Marcel wird dir gut tun. Ich will nicht zum Orden gehen. Ich weiß, Magister Baudin war nicht nett. Aber diesmal wird es anders. Seine Inselmutter. Es wird immer nicht anders. Jetzt, Amicia. Na gut. Es wird immer anders, sagt die Mutter. Die und Kette nie muss hat weg, sie auf recht. Welche Weise auch immer. Siehst du was? Ich suche schon. So, können wir hier noch was nehmen? Da ist wieder verschlossen, ne? Frage ist nur, wie machen wir jetzt die Kette hier weg? Bin ja schlecht jetzt hier irgendwas wegsprengen. Da ist ein Wagen. Der mir aber nichts bringt, weil ich da nicht hinkomme. Ins Wasser kann ich hier auch nicht, oder? Ist wahrscheinlich zu schnelle Strömung, keine Ahnung. Oder ist das einfach so eine Schatzkiste wahrscheinlich? Einfach der Kette nach, Amicia. Du findest schon was. Ja, die Kette geht nach oben. Das Problem ist, ich komme nicht nach oben. Oder? Moment. Nee, da komme ich auch nicht hoch. Muss das denn immer so kompliziert sein? Kann man nicht irgendwo... Kette geht in die Richtung. Was ist denn mit dem Ding? Kann man das irgendwie wegschießen? Oh, Moment. Ah, ich kann aber nicht nach oben zielen. Kann ich von hier hinten zielen? Auch nicht.
Das ist doch scheiße. Wieso kann ich denn nicht da oben hinzielen? Könnte klappen. Ah, jetzt. Alles okay? Sag schon! Mir geht's gut! Hätte mich nur fast zermalmt. Wie soll sie zurückkommen? Die Kette ist weg, aber die Portons auch. Ich docke an der Schleuse bei der Brücke an. Lukas, kommst du dahin? Irgendwie bestimmt. Alles klar, bin unterwegs. Sei vorsichtig. Pass auf dich auf. Ja, ja. Ich dachte gerade hier mit Klopapier. Ist doch egal, was mit mir ist. Hier geht's nur um Hugo, Mutter. Ich weiß, du vertraust mir nicht, aber hör ihm bitte zu. Beruhige dich. Konzentrier dich. Öffnen? Öffnen kann ich nicht, darf ich nicht, warum auch immer. Warum nicht? Ach so, mit einem Messer. Nein! Hätte ich ein Messer, hätte ich das jetzt öffnen können, oder was? Oh, nee. Ich sehe jetzt aber auch keine Möglichkeit, hier rechts hochzukommen. Das finde ich jetzt doof. Das und dass ich jetzt kein Messer habe. Nachher kriege ich das Messer noch aus dem Ding raus. Wobei ich da immer mal so ein bisschen... Ah, Moment, hier unten ist wieder... Ah. Zumindest müssen wir jetzt nicht kniehoch durch die Dinger durchwarten hier. Okay. Kein Messer, natürlich. Das ist alles voll, ja. Ja, vielleicht hätten wir da drin Erinnerung bekommen. Keine Ahnung. Ich habe leider... Oh, nee, das ist kein Messer. Können wir auch nicht mitnehmen. Schade. Wieso eigentlich nicht? Messer. Moment, wir gehen nochmal eben zurück. Können wir zwar immer sehr gut gebrauchen, um uns zu verteidigen, aber ich möchte jetzt wissen, was da oben drin ist. So. Nein. Das ist nur eine Werkzeugstation. Aber gut, da sind immerhin Stücke drin. Auch wenn ich mit den Stücken leider nichts machen kann. 2 von 3. Das heißt, zusätzliche alchemistische Munition. Das wäre nicht schlecht, weil das fehlt uns so ein bisschen. Dank einer neuen Innentasche zusätzliche alchemistische Zutaten tragen. Wo ist denn der Unterschied jetzt zwischen den beiden? Ein Verwertungswerkzeug eignet sich bei Platzmangel zum Zerlegen von Töpfen, Messern, Brett und Bolzen. Gut, das kann ich jetzt eh noch nicht machen. Dafür brauchen... Doch, Moment, ich bin beim Falschen. Das könnte ich machen mit 2... Oder ich könnte das machen und das unten machen. Zusätzliche alchemistische Munition. Zusätzliche alchemistische Zutaten. Munition wäre jetzt wahrscheinlich wichtiger, nehme ich an. Ja, das wäre auch wichtig, aber... Also ich würde mal sagen, ich habe keine Ahnung, ich habe ja eigentlich nie wirklich Platzmangel, aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich nehme jetzt mal einfach das mit der Munition. Verbessert ihre alchemistische Munition und ist in der Lage, ihre Gegner mit einem Topf voll Ingwer zu töten. Oh, das wäre geil. Würde ich sogar fast noch sagen, dass wir uns das aufsparen. Ja, ja, wir sparen uns das auf. Sehr, sehr geil. Dann machen wir das so. Ah, gut. Frage, was muss ich jetzt machen? Hier unten am Wasser entlang wahrscheinlich. Oh, da ist auch noch eine Kiste.
die nicht vorhin geöffnet? Ich bin mir nicht sicher. Was ist das hier? Irgendwas, was ich wahrscheinlich jetzt nur mit einem Messer oder sowas rausholen kann, bitte. Naja, oder irgendwas, was ich schon habe. Ich weiß es nicht genau. Hm? Hat da gerade was geblinkt? Nee. Okay, das sieht aber nicht so aus, als ob das jetzt hier schnell gehen würde. Ich würde nur gerne das Kapitel hier noch abschließen. Das nächste Schlamassel. Wie komme ich darüber? Ganz ruhig. Du bist aufgewühlt. Und du weißt, warum. Die Insel. Denk jetzt nicht dran. Bleib konzentriert. Muss ich das da hinschieben oder? Ja, ich muss es da hinschieben. Okay. Ich dachte, ich schaffe das eventuell so. Aber natürlich nicht. So. Ja. Nein, 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 nein. Na komm, kriegst du es hin? Ja. Okay. Steuer doch einfach mal nach links, Mann. Geht doch. Gut, das ist geschafft. Kann ich hier springen? Oder ich springe einfach runter. Wo bist du? Mutter, ist Lukas noch nicht bei dir? Nein, wir sehen ihn nicht mehr. Aber was macht er denn? Hm, vermutlich brauche ich ihn dafür, oder? Oder auch nicht. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier gerade gemacht habe oder warum. Also was ich gemacht habe schon, aber nicht warum. Ach, zu hoch. Ich brauche noch einen Karren. Ach so. Nee. Oh, Moment, hier ist was. Jetzt müsste ich zurückkommen. Okay, doch, dann können wir den Karren nämlich da drauf machen. Kann ich den auch auf der Seite? Kann ich... Nee, kann ich nur hochsteigen. Okay. Komm her, ich brauch dich. Ja, es wäre ja auch zu einfach, wenn man das einfach da drauf schieben könnte, indem man in die Richtung guckt. Ich muss wieder klettern. Der andere Karren hatte die perfekte Größe. Welcher andere Karren? So sollte es gehen. Hä? Ich muss wieder klettern. Der andere Karren hatte die perfekte Größe. Was will die jetzt von mir? Wo war das Ding da? Los geht's. Ach, gut, eine Insel finden. Ach, und wie? Vielleicht Nein, könnte weiter, ich Josef fragen. Weiter. Ganz diskret. Okay. So. Dann werden wir das aber von der anderen Seite machen, weil so kann ich das ganz schlecht. Hilfe! Was zur Hölle? Oh nein, Arnos Männer! Lasst ihn in Ruhe! Ziel einfach und schieß! Mit dem Griff kannst du nachmachen! Wie gefällt euch das? Lukas, alles in Ordnung? Ich zittere am ganzen Körper. Danke. Zu viele Ratten. Ich komme nicht zu euch hin. Amicia, mach ihm den Weg frei. Wie? Präpariere deinen Bolzen mit Ignifer. Feuer auf irgendwas aus Holz. Dann brennen die Bolzen länger. Mach ich. Lukas, Moment, halte ich sag Bescheid, so. Wenn der Weg frei ist. Verstanden. Hallo, der Weg ist frei. Gleich nicht mehr. Ist er dumm? Er scheint dumm zu sein. Hallo? Lauf doch! Ich schieß dich gleich kaputt. Danke, das sollte reichen. Ich weiß ja nicht, wohin ich hier noch zielen soll. Hallo?
Lauf doch einfach. Der Weg ist schon fast frei. Dein Ernst? So, du kannst kommen. Ja. Ach so. Brillant, bin unterwegs. Wie geht es dir? Gut. Mir ist zwar das Blut gefroren, aber danke fürs Treffen. Das war die gleiche Gruppe wie in der Arena, Amicia. Was ist in der Arena geschehen? Und wer ist dieser Arno? Er ist ein großes Problem, fürchte ich. Wir müssen weg. Hier haben wir also das berühmte Mädchen mit der Schleuder. Du bist offenbar auch sehr geschickt, wenn es um das Töten meiner Männer geht. Dann los, jetzt! Ja, netter Versuch. Das ist schlecht! Was ist los? Schnell, flussaufwärts! Umzingelt sie! Oh. Was hast du mit denen gemacht? Hab dich nur verteidigt! Feuer! Haltet das Boot auf! Amicia, komm zu uns rein! Nein, ich muss Joseph Deckung geben! Geht's dir gut? Ich komm schon zurecht! Meine Entscheidung, Mutter, bleib drin! Stirb schon! Da! Bin dabei! Nicht mehr aufhalten. Nicht an dem. Wer kommt jetzt? Oh nein! Wir müssen von hier verschwinden! Verdammt! Sie blockieren uns! Zünd den Karren an! Zünd das Ding mit deinen Feuerbolzen an! Okay. Achtung, Bund! Feuer! Auf der Brücke sind Leute! Das ist eine Armee! Viel zu viele für dich! Das werden wir ja sehen! Du bist verrückt! Die Strömung nimmt zu, weil wir aus der Schlucht raus sind! Bleib am Ruder und überlass sie mir! Nicht schlecht, Kleine. Die Armbrust ist wie für dich gemacht. Nein! Was ist geschehen? Joseph ist tot! Geh wieder rein und pass auf Hugo auf! Viele kommen hier noch. Okay, scheinbar kommen hier gerade keine mehr. Das wäre für mich jetzt der perfekte Zeitpunkt, einen schnellen Cut zu machen. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.